Nachdem ich eigentlich schon kurz vor Level 84 bin, eigentlich ist übertrieben, 10.000 Erfahrungspunkte fehlen mir noch, aber trotzdem, es dauert nicht mehr lange und ich habe endlich das Ziel erreicht, Level 85 zu erreichen, sollte ich mich eigentlich auch mal drum kümmern, was sind eigentlich meine Teams? Habe ich mein Ziel erreicht, was ich ursprünglich ins Auge gefasst habe? Eigentlich ein kleines Zwischenfazit, bevor ich Level 85 erreiche. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Ja, heute geht's um ein kleines Fazit zu ziehen. Denn ich stehe hier, hab jetzt noch 9.400 Erfahrungspunkte fehlen mir, also spätestens morgen, allerspätestens übermorgen, bin ich Level 84. Und das heißt, ich stehe kurz vor Level 85. Das heißt, fast 4 Monate lang mache ich Videos für Star Wars Galaxy of Heroes mit einem Let's Play und es kommt sau gut an. Mir gefällt's, ich bin begeistert und trotzdem möchte ich heute ein Fazit ziehen. Was kann man noch verbessern? Wie kann man meine Teams vor allem für die Grand Arena, die ja dann ab Level 85 existiert, welche Teams ich gedenke einzusetzen? Was muss ich noch verändern und in welchem Bereich, wo will ich eigentlich dann langfristig hinkommen? Ich versuche heute auf all diese Fragen eine Antwort zu finden. Ob es mir gelingt, glaube ich nicht, aber trotzdem, man muss sich immer hochgestellte Ziele setzen, um zu schauen, was möglich ist. Also, gehen wir jetzt mal hier in die Trupparena. Nehmen wir jetzt mal einen Kampf. Ich werde jetzt keinen Kampf machen, sondern wir gehen jetzt mal die Trupps auswählen. Ich habe jetzt hier bei der Truppverwaltung 2 Reiter. Ich werde jetzt einen dritten Reiter machen und ich nenne ihn GA. Normalerweise würde ich jetzt halt... So. Jetzt muss ich mir Gedanken drüber machen, welche Teams ich einsetzen werde. So, jetzt sind wir schon mal hier. Natürlich. Ich nehme ein, natürlich Geonosianer. In diesem Fall fehlt mir natürlich der Anführer. Deswegen werde ich dieses Team jetzt erstmal so zusammenstellen. Sobald ich den Soldaten habe, also sobald ich Brut Alpha habe, ist dieses Team natürlich komplett anders. Also das ist auf jeden Fall ein Team, das favorisiere ich ja auch natürlich auch und wird natürlich dann auch in der Grand, nicht nur in der Grand Arena, sondern auch in meiner Trupparena automatisch mitgespielt. Hier zeigt sich aber auch ein Schwachpunkt des gesamten Teams, nämlich der Spion ist definitiv noch nicht viable, damit er richtig zuschlagen kann, denn er braucht noch richtige Mods. Und er braucht eine höhere Sterne und natürlich eine bessere Gear. Alle anderen drei habe ich ja schon teilweise auf Stufe 11, auf Gear Stufe 11. So, nächstes Team, was ich verwenden kann und was ich auch verwenden werde, ist natürlich mein Phoenix-Team. Da können wir gleich dieses Team hier so setzen, wie es ist. Natürlich, Ezra und Kanan sind natürlich in einem anderen Team genauso gut aufgehoben, aber da werden wir dann schon einen Ersatz finden. Dann, das ist jetzt mein nächstes Team. Nächstes, was ich dann auch noch gut verwenden kann, und zwar, das darf man auch nicht vergessen, Imperium. Dieses Team in dieser Form. Natürlich fehlt jetzt noch Level, Ausrüstung und so weiter. Aber so kann ich dieses Team benutzen. Muss natürlich, wie gesagt, noch ausgebaut werden. Aber das ist trotzdem auch schon ein komplettes Team.
Dann, nächstes Team ist natürlich ein Jedi-Team. Und da Bastila Lied mit Yoda. So. Was jetzt hier in diesem Team natürlich noch fehlt, ist ein Tank. Nachdem ich aktuell Mace Windu verbessere, weil ich ihn als erstes auf 7 Sterne bringe, werde ich ihn in dieses Team hier mit reinnehmen. Dann habe ich nämlich einen Angreifer mit Yoda, einen Unterstützer, 2 Heiler und einen Tank. Na, ich könnte auch überlegen, Barriss Offee rauszunehmen und dafür Ahsoka Tano, aber das würde zu viel des Guten sein. So, das ist wieder. Somit habe ich jetzt schon mal 4 Teams, mit denen ich arbeiten kann. So, dann haben wir Kopfgeldjäger. So, hier fehlt beim Kopfgeldjäger-Team natürlich Bosk als Anführer und als Tank. Cad Bane muss noch ausgebaut werden, aber trotzdem kann ich dieses Team dann auch verwenden. Bis Level 85 werde ich das definitiv schaffen und schon haben wir insgesamt 2, 4, 5, 6 Teams. Bis jetzt habe ich 6 Teams. 2 fehlen noch. Dann schauen wir mal an, was von den Separatisten jetzt noch übrig ist. Ja, genau. Leider Gottes sind bei den Separatisten nur aktuell 3 übrig. Da fehlt definitiv noch 1 oder 2. Deswegen lasse ich die jetzt mal, aber ich muss sie trotzdem mit aufnehmen. Weil da fehlen noch 2 Leute, dann hätte ich auch ein Separatistenteam. So. Erste Ordnung. Kann man vergessen, wird nichts werden. Mit 2 Leuten brauchst du nichts machen. Dann gehen wir mal das nächste. Ewoks. Das gleiche Spiel. Ich habe zwar Lockray auf 3 Sterne, aber trotzdem ist dieses Team nicht zu gebrauchen. Galaktische Republik habe ich schon ein paar mehrere, aber was ich habe, und zwar die Klone. Ich werde jetzt dieses Team schon mal auch mit aufnehmen, denn ich arbeite ja an Rex und ich arbeite an Echo, dass ich die mir freischalte. An diesen beiden arbeite ich. Somit kann ich dieses Team auch mit aufnehmen, weil ich ja an diesem Team hier zusätzlich noch mit arbeite. Und dieses Team wird eher freigeschaltet sein als das Separatisten-Team. Muss ich ganz klar sagen. So, jetzt schauen wir nochmal weiter. Jetzt sind insgesamt 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es würden jetzt immer noch, und jetzt seht ihr auch, dass es was fehlt. Ich muss dann zum späteren Zeitpunkt irgendwelche Noobs setzen, weil ich es ansonsten nichts mehr habe. Moment. Ein Schurkenteam. Nee, da ist ja kein vernünftiger Anführer mit dabei. Widerstand ist das gleiche, da habe ich nur einen. Die Tusken, die Tanks, Sis Imperium, Sis insgesamt habe ich auch nur 3. Schwestern der Nacht habe ich auch nur 3. Schmuggler, das gleiche Spiel in grün, nur einen.
So, bei den Rebellen, da schaut es natürlich wie immer etwas besser aus. Ja, da könnten wir ein Team zusammenstellen. Halt, stopp. Was ich durchaus auch in die Verteidigung, jetzt nehme ich nicht wieder den, setzen kann. Genau. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich gehe jetzt mal alles durch. Und ich stoße an meine Leistungsgrenze. Das letzte Team wird irgendein Team sein, was ich dann nur auf meinen restlichen Leuten, die ich zu diesem Zeitpunkt habe. Ja, aber insgesamt sind das schon meine Teams. So. Eine Sache habe ich bis zum jetzigen Zeitpunkt, ja, muss man sagen, etwas beendet. Und zwar, ich habe ursprünglich vorgehabt, und zwar, wo ich noch unter der 30. Folge gewesen bin, dass ich mir ein Sys-Team zusammenstelle. Dieses habe ich jetzt erstmal auf Eis gelegt. Komplett. Für lieber Sachen, die für mich jetzt zu dem Zeitpunkt wichtiger waren. Durch die Einführung des Journey Guides wird das Ganze etwas entzerrt. Ich habe ja Anfang November habe ich ja meine ganzen Pläne über den Haufen geworfen. Ich habe mich auf andere Charaktere gestürzt, wie ich normalerweise vorhatte. Das Endergebnis ist, dass ich alle drei Charaktere bekommen habe, ganz klar. Aber ich habe mich dann natürlich auf andere Charaktere versteift. Das beste Beispiel ist das Phoenix-Team, was als erstes Team fertig ist. Das erste Team ist ein Phoenix-Team, obwohl ich gesagt habe, nein, ich mach's nicht. Ist aber trotzdem das erste Team, was fertig ist. Natürlich fehlt bei jedem einzelnen Team fehlen noch die Mods. Ganz klar, die fehlen auch. Dafür brauche ich Geld. Verdammt viel Geld. Aber so vom Prinzip her passt das. Es fehlt jetzt noch ein Team. Und dann bin ich gerüstet für die Grand Arena Meisterschaft. Dann muss ich noch entscheiden, wer in die Verteidigung kann. Aber das kann ich ja dann von diesem Bildschirm aus machen. Das sollte eigentlich klappen. So. Mein Fazit ist, ich bin auf einem guten Weg, aber es ist noch lang nicht so weit, dass ich viable bin. Also ich in der Great Arena auch was reißen kann. Aber was ich auf jeden Fall heute geschafft habe, ist, ich habe Sunfag, endlich kann ich ihm seinen 6. Stern verpassen. Sein Schiff. Das bringt gleich nochmal satte 2000 Stärke mit hinzu. Wenn man bedenkt, dass Sunfag auch auf einer vernünftigen Ausrüstungsstufe ist, nämlich er ist schon auf 10. 11 wird noch etwas dauern. Das ist halt, da komme ich jetzt nicht sofort dran. Aber zeigt mir, war der richtige Weg. Die Fähigkeiten kann ich ja sowieso noch nicht ausbauen, weil dafür fehlen mir diese violetten Teile. Leider, 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 leider. So, jetzt machen wir mal mein normales Tagesgeschäft. Und da reden wir dann auch nochmal ein bisschen weiter. Vielleicht machen wir noch den einen oder anderen Kampf. Also, als erstes natürlich Brut Alpha. Jetzt tun wir zweimal refreshen. Zwei. Okay, die Hälfte haben wir schon mal. Drei. Nochmal drei. Und ein Omega. Geile Geschichte. Jetzt nur einen. Und der kommt auch noch. So,
So, 10 Splitter, gutes Ergebnis, mit diesem kann ich leben. Ein, zwei kommen noch dazu, dann fehlen mir nur noch 30, also ich gehe davon aus, wir haben es heute Freitag, Samstag, Sonntag, spätestens am Montag sollte ich ihn haben. Bis dahin muss ich 6 Millionen Credits haben, weil dann tue ich nämlich gleich hochpushen auf Level 60, 80 meine ich, dass ich den so schnell wie möglich hoch habe. So, also, jetzt darf ich natürlich nicht meine anderen Sachen vergessen, ganz klar. Die Schiffe natürlich. 3 Splitter, sehr schön. 4 Splitter. Wow, 7 Stück insgesamt. Das hat sich gelohnt. So, Jody Binde muss natürlich gefarmt werden, ganz klar. Nichts, not nothing. Jetzt wechseln wir mal. Moment, das muss ich noch machen. 4 Splitter. Wow. Und 2. Sehr gut. So, dieses Schiff hier. Aktivieren kann ich sowieso nicht. Jawohl. Und das letzte kommt jetzt hier nochmal. Ah, sehr gut. Wunderbar, wunderbar. So. Dann geht es natürlich hier weiter. Sunfek, sein Schiff muss natürlich weiter gefarmt werden, ganz klar. 3 Splitter, also heute, die letzten Tage habe ich immer mich beschwert, aber heute beschwere ich mich nicht. Eine gute Ausbeute insgesamt. Bei 4 Versuchen einen, 3 Splitter, also pro Versuch habe ich einen Treffer gelandet, also das ist schon recht ordentlich, recht ordentlich. So. Jetzt fehlen noch die Mod-Kämpfe. Halt, falsches, das hier. Okay. So, und jetzt mache ich noch ein paar. Wo haben wir sie denn? Da unten haben wir sie. Barris Offi. Einen? Ah, hier kann ich sowieso nur einen machen. Schade, schade, schade. Genau. Ja, das war schon eine sehr interessante Runde. Wird aber auch in diesem Fall ein sehr kurzes Video.
weil es sollte ja im Endeffekt heute nur um ein gewisses Fazit gehen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt das, es ist nicht alles so gelaufen, wie ich es geplant hatte. Definitiv nicht. Aber es ist eigentlich relativ in eine vernünftige Richtung gegangen. Es fehlen immer noch Leute, es fehlen immer noch Teams, es fehlt immer noch hier, es fehlt immer noch da. Das muss ich noch nacharbeiten, aber bis Level 85 werde ich mit Sicherheit ein paar Charaktere noch haben zum Freischalten. Was zum Beispiel auch noch interessant sind, sind natürlich die imperialen Truppler. Sobald es geht, werde ich auch den Ark-Soldat freischalten. Was haben wir hier? Was braucht der? Das geht. Das geht. Und das geht. Das heißt, ich kann ihn, wenn ich Level 63 mache, kostet mich 820.000, das kann ich akzeptieren. Und dann kann ich ihn schon auf eine weitere Stufe geben. Das können wir ihm geben. Das können wir ihm auch geben. Das jetzt eher nicht, aber das hier. Hier braucht er dann diese Teile und hier braucht er natürlich auch wieder etwas, was andere genauso brauchen. Aber er ist schon Stufe 8 und somit passt das schon. Genau. Ja, Kämpfe wird es heute keine geben. Das ist jetzt sicher. Ich könnte jetzt Galaktischer Krieg machen, ich könnte Trupparäder machen, aber das heben wir uns definitiv für eine neue Folge auf. Die Orte der Macht kann ich auch nicht machen. Ihr seht selber massive Probleme und ich würde es definitiv nicht schaffen. So Leute, das war ein Fazitvideo, ein kleines Vorbereitungsvideo auf die Grand Arena. Ich hoffe, es klappt so alles, wie ich mir das vorstelle. Ihr könnt mich gerne begleiten. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Natürlich Verbesserungsvorschläge, wie ich die Teams noch anders zusammenstellen kann. Ob ich eventuell auf einen Charakter anders mir besorgen soll und so weiter und so fort. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, darüber zu hören. Ich bin sehr wissbegierig. So Leute, ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut, ciao, servus. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und Abo aktivieren. Bis zum nächsten Video und möge die Macht mit euch sein. Aufnahme beendet.